Totales Chaos. Ich zeige euch gleich, wie es drüben ausschaut. Schrocken, der ist doch bei Melina hoch. Wie so ein Hund war das, weißt du? Die ist bei Melina so richtig hochgefahren, ne, Melina? Der hat sich echt erschrocken, da hat sie auch geweint, ne? Es war schon... Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Familienvlog. Heute ist der 25. Tag danach, nach Heiligabend. Wir sind gerade dabei, Frühstück vorzubereiten. Und zwar habe ich aus Sonntagsbrötchen einen Tannenbaum hergezaubert. So wie auch letztes Jahr. Allerdings ist dieses Jahr etwas kleiner, denn... Wir haben ja keine Gäste mehr zu Hause. Letztes Jahr waren wir ein paar Leute mehr, weil sie ja auch hier übernachtet haben. Oh, sieht so lecker aus. Richtig, richtig gut. Genau, wir decken jetzt den Tisch. Dann frühstücken wir. Erzählen noch ein bisschen was zu gestern. Und ja, ich habe Hunger. Ihr Lieben, so schaut unser Tisch gerade aus. Und das ist unser Brötchen. Richtig cool. So, dann frühstücken wir jetzt. Kann man nicht? Die Oma hatte noch Briefe geschrieben an die Kinder. Die wollen wir jetzt vorlesen. Ich. Ja, darfst du doch. Und ich? Ja, alle. Papa kann die doch aufteilen. Hast du denn ein Foto gemacht? Ja. Ach, hast du schon? Den will ich. Gut gespeist. Hä? Ja. Gut gespeist. Boah, das fällt einfach runter. Wie war es gestern? Ganz gut, ne? Ja. Kinder haben sich sehr gefreut. Das Spiel gespielt war schon ein witzig gewesen. Ja. Der Kamsi hatte sich ein Spiel ausgesucht, wo man Tiernamen aufschreiben muss. Hat man das auf die Stirn geklebt. Und der muss das erraten. Genau, der muss es erraten. Er darf dann 5 Fragen stellen, wie zum Beispiel, bin ich ein großes Tier oder klein? Kann ich schwimmen? Kann ich fliegen? Bin ich ein Haustier? Ja. Sowas. Das war schon lustig. Alle haben mitgemacht, ne? Ja, jeder war einmal dran, ne? Also wir haben gespielt, bis jeder einmal erraten oder nicht erraten hat, ne? Aber eigentlich, weil alle haben ziemlich gut erraten. Ja, nicht alle haben es erraten, aber ziemlich gut, sag ich mal. Fast. Mit ein paar Tipps doch am Ende schon. Aber es gab ein, zwei, die haben es nicht geschafft. Aber es war schon lustig. Ja, war echt cool. Ey, ganze Kekse im Mund, das willst du essen? Ey, guck mal da. Ja. Nein, nein, nein. Mama gibt dir ein neues. Ja, gebe ich dir sofort. Krieg das mal erstmal rein. Spül mal ein bisschen mit dem Eingang. Ja, heute, was steht an? Auf jeden Fall aufräumen und putzen. Ja. Was haben wir denn noch gespielt? Hast du Bingo denn gezeigt? Ja, ne? Bingo? Bingo hab ich von erzählt. Ob ich es gezeigt habe, weiß ich Bingo nicht. Bingo war am besten. Da haben echt alle Spaß. Kinder, die hatten alle sowas von Spaß. Ja. Wahrscheinlich auch, weil das auch mit den Geschenken zusammen war. Ja, ne? Hat ja erzählt. Der durfte dann sein Geschenk öffnen. Und mein Vater hatte irgendwie 1000-mal Bingo. Das war so lustig. Der hat keine Geschenke mehr. Der hat wirklich keine Ahnung, wie oft. 4, 5 Mal und manche noch gar nicht. Und die Geschenke waren ja alle von uns, die 3, ne? Ja, stimmt. Das war schade, dass meine Schwester dir gar nicht Geschenke gegeben hat. Nein. Hatte die hatte nur für die Kinder und für uns. Das war total blöd, fand ich. Weil wir halt dieses Spiel haben. Ja, noch mehr? Ja? Lisa. Magst du das so sehr? Und was haben wir noch gespielt? Ach ja, und dieses eine da, Hobbit, haben wir noch gespielt. Also ich muss staubsaugen und vor allem wischen. Totales Chaos. Ich zeige euch gleich, wie es drüben ausschaut. Wir hatten ja gestern Abend schon ein bisschen gestaubsaugt, hatten wir nicht gewischt. Ich glaube, im Video hat das gezeigt. Weiß ich gar nicht mehr, ich glaube nicht. Auf jeden Fall heute jetzt bei Tageslicht und so hell halt, sehen wir, wie es hier tatsächlich aussieht. Die Tannen sind bis hier hingekommen, bei den Tannen. Ja, und das ist so krass. Also der Boden hat mitgegessen. Ja, und Janus Spiel, Janus Geschenk ist so krass, das muss ich euch gleich zeigen. Da habe ich mich eben erschrocken, als der Carlos mal
testen wollte, ganz vorsichtig, sagte er. Das ist eskaliert. Also der ist so hochgesprungen von hinten. Selbst Dario hat sich bewegt. Ich habe mich echt erschrocken. Ja, hier, volles Chaos. Was ist das? Das ist ein Tisch. Man erkennt ja nicht mal, was da drunter ist. Es ist ein Tisch und hier liegen so viele Sachen. Das ist einfach zu krass. Das müssen wir heute aufräumen, einräumen, sortieren. Ich weiß gar nicht, hier sind so viele Sachen. Ich muss auch gucken, was die Kinder da noch alles bekommen haben und was gewaschen werden muss. Echt krass. Mein Geschenk hatte ich euch gestern ja schon gezeigt. Zeige ich auch gerne hier nochmal. Und zwar ist das so eine Schneekugel. Finde ich mega hübsch. Sieht man vielleicht jetzt besser. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Hatte ich euch aber auch gestern Abend schon gezeigt. Und ja, heute ist es, was wir machen wollen, aufräumen. Heute ist ja der erste Weihnachtstag. Hätte gerne meine Eltern gesehen. Ich kann euch aber nicht sagen, ob sie heute kommen oder morgen. Ebenso auch meine Schwester, die wollte... Oh, es regnet. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Genau, meine Schwester wollte eigentlich noch gerne kommen, heute oder auch morgen, ich weiß es nicht. Da müssen wir uns überraschen lassen. Und ja, Kinder sind mit Geschenke beschäftigt. Wollte jetzt euch noch das Auto zeigen. Also das habt ihr ja auch gestern gesehen, der Gianni das ausgepackt hat. Da hat euch ja erzählt, das ist der Wahnsinn, was das kostet, ne? 70 Euro für so ein Ding ist schon wow. Gut, wir haben 60 bezahlt im Angebot. Wie viel km fährt der? Ich weiß, ich bin mir, doch haben wir. Aber das haben wir, als wir den gekauft haben. Nee, mehr. Das war so viel, dass du gesagt hast, was? Das ist überhaupt für Kinder? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das der war. Aber da leuchtet. Achso, okay. Auf jeden Fall haben wir Akku geladen. Der war richtig schnell voll, ne? Und das ist der Controller, sagt man so. Der ist mit Batterien. Der zeigt euch gleich den Jan, darf ich euch mal zeigen. Aber ich habe mich so erschrocken, der ist auch bei Melina hoch. Wie so ein Hut war das, weißt du? Der ist bei Melina so richtig hochgefahren, ne Melina? Der hat sich echt erschrocken, da hat sie auch geweint, ne? Das war schon, ja, zeige ich euch dann gleich. Also der Carlos, der zeigt euch das mal. Bitte. Der ist schon an. Komm. Ach, Jan, was machst du denn da? Kannst du doch gleich. Wow. Das musst du aber noch üben, Carlitos. Ich habe ja extra so gemacht, wenn man sieht, wie krass. Also, dieser Anfangsbeat ist krass, ne? Guck. Mhm. Ja, das hey. Ist echt. Also, damit kannst du auf alles fahren: Wiese, Wasser, Matsch. Alles. Ey, pass auf, Luisa. Die hat auch an. Bisschen. Ja? Was denn? Ich hab er hat ausgemacht. Ich dachte schon, ey. Ich bin sein. Der hat nicht mehr reagiert. Was ist denn? Ah! Jetzt er für draußen. Das ist ja, das krass. Stimmt. Das ist nichts für hier drin. Jano, pack bitte auf. Jano. Jano. Wie heißt der? Monster Jam für mega, alle. Mega. Monster Jam, ne? Das ist ja dieser alte Hai, der dieses früher gab. Die hießen ja so. Okay. Riesigen, diese und der Jan hat von uns für Nikolaus diesen gleichen Hai als Lego bekommen. Mhm. Fand er ja so klasse. Ja. Naja, er ist total happy damit. Der ist cool. Der ist cool, ja. Aber vorsichtig. Und nur draußen. Nur draußen, Jano, bitte, ne? Im Garten gerne. Können gerne eine Runde drehen. Du überfährst mich? Ja, los. Ey. Oh. Du bist doch verrückt. Ihr habt gesehen, der dreht durch. Dieses Auto dreht durch. Und Jano gleich mit. Das macht aber auch mega Spaß. Und ich hatte den auch eben in der Hand, den Controller, und habe mir nur ganz leicht gedrückt.
du drückst halt ganz leicht und der eskaliert total, ne? Also da muss man echt geübt sein damit. Ja, ist halt ein Spielzeug für draußen. Bei uns regnet es draußen. Die Wiese ist aber schön grün, muss ich sagen. Man sieht auch gar nicht mehr, wo der Pool war, ne? Richtig gut. Ist aber angenehm, ist nicht kalt, finde ich. Na, ich bin ja auch gut angezogen. Jo. So, lieben Freunde, das Video jetzt auch hier beenden. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss.